Na gut, wenn wir uns noch mal einen weiteren Versuch hier geben. Der Multitasker. Hatten wir den nicht schon mal? Bis 20% Schaden. Wir können 12 Waffen ausnehmen und dann. Ja, genau. Wie schon gesagt, ich denke, den hatten wir schon mal. Ist jetzt die Frage, gibt es nicht irgendwelche Waffen, die mit allen verschiedenen Arten hier Schaden machen? Also, ob das wirklich sinnvoll ist, ist ja eine andere Frage. Ne? Ach so, ja, 12. Ich denke, man kriegt die Boni für diese Kategorien von den Waffen ja meistens, denke ich, bloß bis zu plus 6. Ne? Da wäre natürlich die Frage, ob man das irgendwie hinbekommt, da mehreres schön auszubauen. Ich weiß nicht, wollen wir jetzt einfach mal random nehmen. Fighting Stick, okay. Erstmal 5 Harvest mit. Also primitiv und medieval zusammen ist natürlich nicht ganz schlecht, ne? Primitive und heavy geht natürlich auch. Ist nur primitiv. Also Speer vielleicht jetzt nicht unbedingt. Na mal schauen. Bisschen schneller schadet nie. Präzise und medieval. Du bist halt Range, ne? Tool muss es nicht unbedingt sein. Plus 2 Armor müssen wir einfach mal mitnehmen. 2 Range damit. Also original war ich nicht unbedingt auf Range aus, aber hey, wenn wir einfach gleich mal plus 2 bekommen, warum denn nicht? Medieval Blunt. Muss eigentlich nicht unbedingt sein. Also wenn hätte ich schon gern was, was 2 Sachen hätte. Ein Blunt gibt dann natürlich noch mal mehr Armor. Und Support Blade. Na mal schauen, ob wir da irgendwie was richtig was zusammenkriegen hier.
Okay. Okay, jetzt sind wir für einen HP einfach mal mit. Gibt es noch vier Melee hier? Das ist nochmal präzise, aber nur eintypig. Ich mag eigentlich keine eintypigen Sachen für uns. Ich denke, das würde uns nicht so richtig voranbringen. Elemental wird, denke ich, auch nicht unsere Geschichte werden. Das hätten wir gern. Ja, wir könnten die Waffen stattdessen auch erstmal upgraden, bevor wir jetzt so viele mitnehmen. Ich meine, Heavy wäre halt irgendwie noch cool. Mehr Schaden, der mal entgegenwirkt. So generell irgendwie eine Möglichkeit, den Schaden zu erhöhen. Ich weiß nicht, ob so eine Axt hier, Ethereal Axe oder so, da schon. Ethereal Weapons sind halt immer so eine gewisse Sache. Ich meine, der Dodge-Bonus ist recht gut, aber man will nicht unbedingt diesen Minus-Armor dann haben, ne? Wenn man jetzt nicht gerade mit diesem Geist-Charakter spielt was anderes, weil der dann Dodge auf 90% gehen kann. Okay. Gib halt mal her. Richtig geiles dabei hier. Komm. Okay, 6% Speed ist ganz cool. Ja. Geisteraxt. Ich weiß ja nicht, ob wir damit wirklich noch jetzt sind wir halt schon relativ weit drin. Was hinbekommen. Dann müssen wir halt auch immer so aggressiv in die Gegner reinrennen. Okay, einfach mal Damage und Attack Speed wenigstens auch mal. Ah, ich denke, das bringt es einfach nicht. Mal so. Jö.
Okay, dann hätten wir die zwei Sachen sozusagen ausgemaxt. Da muss, denke ich, vielleicht präzise auch nicht unbedingt sein. Da würde ich vielleicht sogar lieber so eine Armbrust raushauen. Wir könnten auch so einen Fighting Stick aufwerten, ist schon klar. Na, wir hauen vielleicht dann doch lieber mal so eine Armbrust raus. Oder... Das heißt raushauen, wir können die einfach kombinen. So, na, machen wir das mal so. Gib mal her hier. Wir können Lifesteal mal mit anmachen, ja. Das brauchen wir nicht. Das hätten wir wieder gern. Na gut, mal schauen. Also das bisschen Armor hilft auf jeden Fall schon mal. Uiuiui. Das war's. Also nicht explizit, aber... Hä, wo ist jetzt dieser Kerl hier mit diesem... Haben wir das jetzt noch irgendwie bekommen? Na, Gegner, das kriegen wir einfach nicht hin. Okay, 4% Lifesteal, also müssen wir natürlich einfach mal mitnehmen. So, Primitive haben wir auch schon ausgemaxt durch euch. Hier haben wir jetzt schon mehr als 6 Stück. Ich hätte gerne mehr Heavy. Aber Armor ist schon mal gut so. Ja, hier brauchen wir vielleicht mal irgendwas anderes noch als das Club hier. Mal Glück für minus Elemental Damage ist okay. Sieht aber mal ganz gut aus, ja, wenn wir uns hier mal herbegeben. Ja. Ja. Gib nochmal her. Irgendwann brauchen wir nochmal eine Range. Ja. Ja. Okay, haben wir ganz gute Upgrades hier mal bekommen. Primitive Heavy, da haben wir es natürlich schon wieder.
halt gern was anderes, was Heavy und noch was anderes bringt, ne? Wäre natürlich mal nicht schlecht. Also es kostet uns jetzt keinen negativen Schaden oder so, wenn wir das andere jetzt mitnehmen. Wir können das auch kombinen und das andere kaufen. Und selbst das bringt uns ja keinen Minusschaden in dem Sinne ein, ne? Muss man das Ding dann nicht haben. Ne? Range brauchen wir irgendwann mal. Wollte mich halt ärgern, ne? Stick. Wir kriegen halt einfach keine geilen Waffen. Ganz ehrlich, diese Säge hier würde mir, denke ich, auch mal wieder gefallen. Mit ihren höheren Lifesteal-Anteil. Und Blade ist natürlich auch nicht ganz schlecht. Nochmal Schaden. Das kann man natürlich gerade nicht mitnehmen. Das ist überhaupt kein Knockback. Du hast zumindest mal Blade. Du bist auch immer schon Level 3. Ja, wir können dich mal mitnehmen. Vielleicht eröffnet uns das auch was anderes, ja. Wir lassen dich jetzt hier mal mit dabei. Den Garten locken wir aber auch mal ein. Explosion, ja, wenn wir so einen schweren Raketen oder sowas finden würden, wäre das cool. Wir locken nochmal mit ein, aber. Oh nein, er macht uns wahnsinnig. Definitiv kein Gegner, den wir besiegen können. Auch survivalen können wir vielleicht. Das ist schon immer schade, wenn man so einen Elite besiegt und dann so einen dicken Tier 4 Gegenstand bekommt. Das bringt ja natürlich meistens schon was. Ah, dann ist man wahrscheinlich theoretisch sowieso schon so stark, dass man den Run locker gewinnen könnte. Dann kriegt man noch einen extra Bonus dafür. Das ist auch sehr gut. Weg damit. Her damit. Reroll für 0, das können wir machen. Könnten dich mitnehmen. 8 HP, ja.
hast wahrscheinlich an und wirst dich schon gut, aber. Und gesagt, Blade ist nicht ganz schlecht. Lifesteal und Nahkampfschaden, das sind schöne Verbesserungen. Aus, wie schon gesagt, so ein bisschen die Hoffnung, dass wir vielleicht dieses Medical Saw-Ding da bekommen. Oh nein, wir haben doch noch bis die. Sehr schön. Ja, mehr Erfahrung. Und dann brauchen wir mal Range. Dodge ist auch nicht ganz schlecht. Na, gib halt mal her. Na, Crit Chance können wir, denke ich, eh vergessen. Von daher ist die Medal schon nicht ganz schlecht. Lock mal ein. Hoffentlich findet man noch irgendwas Bladiges. Gegen Heavy, wie schon gesagt, hätte ich ja auch nichts. So ein bisschen überhand hier mit den Gegnern. Okay. Einfach Max HP. Ein kostenloser Reroll. Das brauchen wir nicht. Brauche nicht. Wir müssen ja ein bisschen was von den Sparschweinen auch haben, ne? Als Horde ist natürlich auch hart. Mal schnell hier durch zu diesem Garten hier rennen. Besseres. Okay, nochmal 3 Armor. Ach ne, das ist jetzt erst die Horde. Da leckt mich am Arsch. Explosive Elemental ist halt nicht so geil. So, schon ein bisschen aufgewertete hier. Ja. Dann können wir 21 auch nochmal rerollen, ob wir was Gutes finden. Pickup Range. Wisdom ist theoretisch natürlich auch nicht ganz schlecht. Hm.
Aber am Ende fehlt es uns halt wahrscheinlich einfach dann einmal Angriffskraft. Ne? Und so viel Survivability wird einfach noch nicht da sein, wo sie sein müsste. Ganz schön was an Gegnern weghauen oder so ist es nicht. Hm, eigentlich schnell genug. Bis 10% Enemies. Also, da sind die Lifesteal hier nicht ganz schlecht, aber. Ich will nochmal 6% Dodge. Du bist richtig gut, du bist richtig gut, du bist richtig gut. Mit der Unarmed zu bauen. Ich meine, Unarmed, ja, schadet auch nichts, aber das. Blade, hey. Es geht ja doch. Man kann ja doch was Cooles bekommen. Übrigens, das große Schwert würde auch geben. Es ist zwar nochmal wieder Medieval, was uns nichts mehr an der Front bringt, aber es ist ja trotzdem auch Blade. Und da das hier ja jetzt ein Typer ist, den wir gerade haben, von daher würde ich das aber natürlich auf jeden Fall auch mitnehmen. Das ist eigentlich keine Frage. Manchmal blöd, wenn die direkt so in einen drin hängen und einen so verfolgen. Nochmal 9% Dodge. 6 mehr Armor. Ich denke, das bringt es einfach nicht. Du bist grundlegend gut, aber ganz so wenig Range. Naja, wir brauchen es nicht so sehr, ne? Bitte, vergiss es. Ritual? Ja, du bist zu spät. Noch ein Blade. So, ja. Achso, das war ja so ein starkes hier noch. Ja. Wenn wir die ganze Zeit dranbleiben könnten, könnten wir ja vielleicht sogar was machen gegen den Mann hier, aber. Ach ja, jetzt haut er ja ab, jetzt macht er diese Scheiße ja. Das wird zu hart für uns. Das sind wir dann einfach irgendwann raus. Okay, erstmal überlebt. Das kann man mitnehmen. Das kann man sehr gern mitnehmen. Wir brauchen mehr Schaden, aber wir brauchen auch mehr Dodge. Mehr Lifesteal. Du bist zu teuer und die HP Regen bringen uns nichts. Ja, wir sind halbwegs schnell. Auch wenn mein Arm war jetzt schon relativ hoch war, aber das ist in Ordnung hier. Blunt und Heavy. Ja, wenn wir mehr Heavy hätten, wäre ich auch froh. Aber jetzt haben wir mittlerweile keine Heavy Weapons mehr, also von daher bringt uns das jetzt nichts.
Und den Hover muss man sich erstmal verdienen, ne? Aber wir probieren es mal. Der einzig halt viel Schaden macht, ich denke mal, ist schon okay. Oder die Blades auch nochmal die Heilung von den Früchten hier erhöhen. Das klingt natürlich auch schon mal irgendwo bei was, ne? Jetzt drehen sie echt durch hier. Ist er wirklich, reicht das gegen so einen Boss? Ne. Nochmal Dodge, okay. Wollen wir wirklich diesen dicken Hammer einfach jetzt mitnehmen oder bringt es denn nicht wirklich? Jetzt mal kostenlos rerollen. Blade, Elemental. Das ist mein auch Blade. Aber Elemental sind halt nicht so stark. Kleinen Reroll machen wir mal noch. Ja, dich können wir zumindest mal upgraden. Nullifies. Weed ist natürlich dann auch noch okay. Das machen wir nicht so, das machen wir so. Dicker Haufen hier an Gegnern. Naja. Aber denke ich nicht minus Damage von der her, nein. Sechs Meter. Drei mehr Armor, das wird es nicht rausreißen, ne? Dann kommen wir nämlich mal mit. Noch ein Blade. Naja. Du gibst keinen Dodge, ne? Die Medaille. Gib mal was Besseres. Naja. Der wird das jetzt nicht. Na gut, machen wir mal so. Ich glaube nicht wirklich, dass wir hier eine Chance haben, aber was soll's.
mal so, wir haben theoretisch die Chance, hier zu survivalen. Ja, wir haben es. Okay, überlebt. Run gewonnen. Hey. Ich weiß jetzt nicht, ob das Ding hier unbedingt daran, aber schon ein bisschen Schaden gemacht. Ja, haben wir es doch noch geschafft mit unseren Dodge. 42%, ich denke mal, wird schon ganz schön was gebracht haben. Relativ viel Armor, ob jetzt diese letzte plus 3 so der Riesenunterschied war, weiß ich nicht. Schadensmäßig, wie gesagt, haben wir nicht so extrem gut aufgestellt. Wir haben einiges am Max HP und Lifesteal war jetzt am Ende auch ganz okay. Und ja, sind wir auf jeden Fall froh, dass wir da nochmal einen weiteren Run hier mal geschafft haben. Und ja, noch einen in Danger 4 und dann werden wir uns der ganz harten Geschichte auf Danger 5 mal widmen. Okay, also von daher erstmal soweit. Bis dahin.